Belästigen dich diese Leute? Belästigen? Wir sind seine Eltern. Ich sagte doch, Martha, es ist zu eurem Schutz. Zum Schutz? Vor was, bitteschön? Er war vor kurzem in Delphi und sprach mit dem Orakel. Seitdem ist er nicht mehr bei Sinnen. Sie hat mir etwas prophezeit. Meine Sinne waren nie klarer. Sie sagte, ich würde meinen Eltern unaussprechliche Dinge antun. Dass Mutters Blut vergossen wird und Vater vor lauter Schmerz die Götter anschreit. Orakel und Prophezeiungen richten viel Schaden an. Hör lieber auf dein Bauchgefühl. Was soll das jetzt? Ich höre auf meinen Bauch. Und er sagt mir, dass meine Eltern leiden werden, wenn du mir nicht hilfst. Also gut. Rette meine Eltern vor meinem krankhaften Jähzorn. Aber du trägst keinen Jähzorn in dir. Schweig, Pater. Ich rede gerade mit dem Söldner. Mein Schwert und mein Schild. Geschenke von Martha und Pater. Wir müssen sie ihnen zurückgeben, damit sie sich gegen mein ungezügeltes Temperament verteidigen können. Alles klar, Subideo. Ich hole dir diese Waffen. Für einen Preis. Natürlich. Meine Eltern werden dich für deine Mühen bezahlen. Was? Was? Suche nach Costa, dem Dorfschmied. Ich habe ihm vor kurzem das Schwert zum Schärfen gegeben. Und der Schild? Das wird etwas schwieriger. Ich erkläre es dir, wenn du vom Schmied zurückkommst. Kann's kaum erwarten. Du bist nur abergläubisch. Darfst du mich nicht befreien? Nur so. Lebendiger Eros, mein Name ist Costa, zu deinen Diensten. Alexios. Was du auch willst, sag es und es gehört dir. Ich könnte Metall für dich biegen oder deine Muskeln ölen. Oder auch dein Speer reparieren. Ich suche nach einem Schwert. Es gehört Subideo. Ah, Subideo, ein netter Junge. Nur ein bisschen dürr, wenn du mich fragst. Er kriegt einfach nicht genug zu essen. Ja, nun, er braucht sein Schwert zurück. Und ich würde es dir gerne geben. Also das Schwert. Aber ich kann nicht einfach Schwerter an fremde Schönheiten rausgeben. Das verstehst du doch sicher. Gib mir das Schwert und du wirst diesen Tag niemals vergessen. Oh, also das wäre, als ob all meine Träume auf einmal wahr werden. Es gibt nur ein kleines Problem. Weißt du, mein Speer ist auch kaputt, wenn du weißt, was ich meine. Schade. Aber es gibt spezielle Blumen im Wald, hinter der Xerxes-Festung. Aphrodite selbst hat sie gepflanzt. Sie helfen dem Mann bei... Du weißt schon, was ich meine. Na gut, ich hole die Blumen und du gibst mir den Speer. Das Schwert, meine ich. Geh bloß nicht weg.
Das sollte reichen, um das Feuer des Schmieds zu schüren. Traumhafter Söldner, du raubst mir den Atem. Hast du die Blumen? Ich kann nicht mal Blumen pflücken, ohne dass irgendeine Bestie versucht, mich umzubringen. Aber ja, ich hab sie. Perfekt. Also, wie hast du das gemeint, dass ich diesen Tag nie vergessen würde? Genug geredet. Iss deine Blumen. Das war unglaublich. Dank Aphrodite. Ich danke allen Göttern. Hier, wie versprochen. Ich werde dich nie vergessen. Nein, wirst du nicht. Ich sollte das zu Supideos Eltern bringen, bevor er etwas Supidummes tut. Söldner, du bist zurück. Hast du das Schwert mitgebracht? Hab ich. Den Göttern sei Dank. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Aber das ist nur einer der beiden Gegenstände. Und ich habe zwei Eltern. Also, erzähl mir von dem Schild. Tja, laut meinen Eltern wurde er gestohlen, als ich das Orakel von Delphi besucht habe. Gestohlen? Dann kannst du ihn abschreiben. Ich hörte, wie Martha und Pater geflüstert haben. Sie erwähnten eine Höhle hinter dem Roten See. Es kam mir vor, als würden sie die Diebin kennen. Seltsam. Geh zu der Höhle, Söldner. Hol mir meinen Schild. Nur der Schild kann meine Eltern vor meiner Tobsucht schützen. Dann suche ich mal diese Diebin. Supideo sprach von einer Höhle hinter dem Roten See. Komisch, dass seine Eltern davon wussten. Sie sollten den Schild selbst zurückholen. Sieht wie Blut aus. Ich habe mal geträumt, in so einem See zu ertrinken. Da ist sie ja. Besteht dieser See aus Blut? Ich frage mich, was ein Wasser so rot färbt. Thank you.
Das muss die Höhle sein. Das perfekte Versteck für eine Diebe. Da ist meine kleine Diebe. Werde ich jemanden umbringen? Hab Geduld. Wir werden dieses stinkende Dorf aussaugen, ein Schiff finden und an dieser salzigen Einöde verschwinden. Der Schild sollte reichen, um Supideos Eltern vor seinem Jähzorn zu schützen. Söldner, endlich! Hast du den Schild gefunden? Hab ich. Er wird euch beschützen vor der Prophezeiung. Und? Hast du die Diebin gefunden? Oh ja, ich schlug sie entzwei. Die wird nie wieder irgendwem irgendwas stehlen. Und was ist mit dem Schmied? Oh, der ist sehr lebendig. Wir haben Dinge in seiner Werkstatt getan, die Aphrodite erröten ließen. Habt ihr nicht? Das ist widerlich! Martha, Pater, was ist los? Ihr seid sicher. Die Prophezeiung ist abgewendet. Eigentlich gibt es da noch etwas, was wir dir sagen wollten. Supidio, du bist adoptiert. Was? Ein junges Paar brachte dich zu uns. Sie wussten, dass du es bei uns besser hast. Das Schwert und der Schild sind ihr Vermächtnis für dich. Was? Dann waren die Dieben und der Dorfschmied... Supideos leibliche Eltern! Du hast die Mutter getötet und mit dem Vater geschlafen! Aber das Orakel sagte, Pater würde vor Schmerz schreien. Er hat geschrien, aber nicht vor Schmerz. Du hast Mutter getötet und mit Vater geschlafen! Supideo, das wusste ich nicht. Ich krieg die Bilder nicht aus meinem Kopf! Ich will nie wieder etwas sehen! Ich bin blind, Söldner! Bist du zufrieden? Es wird mich ewig im Traum verfolgen. Martha verblutet und Pater schreit. Es wird mich ewig im Traum verfolgen. Martha verblutet und Pater schreit.